Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alone in the Dark, The New Nightmare. Wie ihr seht, bin ich hier in Lucys Zimmer. Brauchte gar nicht mal viel nachspielen. Ich war ja unten in dem Office-Dings und, ja, sonst bin ich anscheinend nur rumgeirrt. Und mir fiel etwas ein. Mir fiel etwas Schönes ein. Und zwar fiel mir das ein, weil ich das mit Edward erlebt habe. In diesem einem Zimmer, wo wir den Spiegel jetzt gefunden hatten, für den Deseto-Geist. Da gibt's doch auch hier so einen Projektor. Vielleicht ist der für das Glaszylinder. Ja, gut. Oh nein, verdammt, verkehrte Richtung. Geh rein. So. Da müssen wir wahrscheinlich Licht ausmachen. Oh Gott, ich hasse es, Licht auszumachen. Und was ich noch erfahren habe, nachdem man den Deseto-Geist getroffen hat, kommt man ja da oben wieder raus, ne? Und ist ja direkt bei Lucy. Und man konnte mit ihr sogar reden, dann sagt sie einen da sogar warnt vor dem Geist und sagt dann hier, ja, yeah, hey, pass auf, was er dir so verspricht und alles. Aber ja, wir können es wirklich benutzen. Sieht aus wie ein Projektor, mal gucken. Ja, es geht, es geht, es geht. Way. Wuhu. Machst du auch irgendwas? Wie startest du jetzt? Jetzt doofe Frage. Ich habe jetzt nachgeguckt. Und es ist eigentlich so simpel, dass es schon wieder doof ist. Wir müssen unsere Taschenlampe benutzen. Why did you try and stop me in my path, Father? You mustn't struggle against your fate. But you won't have died in vain. Your body is about to experience a new birth. The darkness blending into your blood will make you a stronger being. You will be faster. You will be a complete being. Oh, marvelously complete. First injection. Farewell, Father. Second injection. Welcome, new man. Da ist irgendwas. Was ist das? Das hat sich so schnell bewegt. A small engraved metal cube is engraved library 3D map. Warum? Von der Bücherei? In der war ich ja jetzt noch nicht, also in dem Aufnahmedings da. Dann gehe ich jetzt in die Bücherei. Wenn er ernsthaft steht, Library-Dingens. Aber ich wüsste nicht, was da war. Ich wüsste es echt nicht. Ich weiß nur, dass hier Gegner sind. Von denen lasse ich mal kurz anknabbern. Was jetzt aber auch kein Problem ist. Ich versuche mal, Edward zu erreichen. Bitte. Carnby? Yes, Aline? I'm in the library. I'm sure it didn't reveal all its secrets, but... That's for sure. You'll never have enough time to read all the books in there. That's not what I meant. I recovered some sort of engraved metal cube. There might be a link. Well, then trust your intuition. Wow, das hat jetzt sehr viel geholfen. Vielleicht finde ich ja jetzt mittlerweile hier irgendwas. Aber dass ich hier gar nichts finde, ist auch ein bisschen seltsam, ungewohnt. Achso, stimmt, ich habe ja hier noch gar nichts eingesammelt. So, und den Boot, die kennen wir ja schon. Das habe ich das letzte Mal geguckt, aber ich will noch gucken, ob hier irgendwie was Wichtiges drin ist. Sicher, sicher. War alles für Edward wichtig, was bis jetzt rot markiert war? Nope. Ah, yummy. Wahrscheinlich sowas in der Art, wie auch, Dings gezeigt war. Ist hier noch irgendwas? Okay, nee.
Nope. Auch nichts. Hier irgendwas. Oh, oh, oh. Ach nee, das ist das Buch. Stimmt, ja. Ja, ja. Ja, das Problem hatten wir ja mit Edward genauso. Bei so einer Perspektive erwarte ich ja noch, dass irgendwie so im Vordergrund plötzlich irgendwer langläuft. Oh! Nein, ich weiß es nicht. Das stimmt auf jeden Fall nicht, 0000. Aber ich weiß nicht, was ich da eingeben soll. Warte, ich muss mir mal den Dings gleich nochmal angucken. Diesen Würfel da, was ich da hab. Ah. 1, 9, 9, 1. Ob das die Kombination ist? Und extra mit dem Sternchen da, wo man es eingeben kann? Das wäre ja kein Zufall, ne? Deswegen kann man wahrscheinlich auch von oben drauf gucken. Warte, ich muss jetzt sowieso nochmal nach oben wegen, der Munition, genau. Munition war ganz oben in diesem einem Turm drin. Warte, hier kann ich ja mal kurz reingucken nochmal. Was gab's hier? Gab's hier irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay, hier gab's nichts. Nur noch der eine Turm. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt dafür die Zeit auch verbrauche. Aber wir kamen bis jetzt ganz gut voran. Beziehungsweise Alone in the Dark, The New Nightmare dauert ja eh nicht so lange, wie wir festgestellt haben. Es waren jetzt 15 Folgen mit Edward. Wobei ich ja einmal sogar das nochmal nachgespielt habe. Wegen der Munition. Und da war ich sogar schneller als davor. In den Teilen, klar. Kannte ich, wusste ich, wie ich am besten langlaufe, etc. pp. Aber dieser Würfel, der erklärt es jetzt, dass wir an dieser Stelle runtergucken können. Ich muss gerade gell. Entschuldigung. Ah, da wäre nämlich das da unten 1991 dann. Und dann müsste nämlich genau, wenn das stimmt, das Sternchen dort bei diesem zweiten sein, also wo die erste 9 ist. Ja, mal gucken. Wir haben das Buch ja gefunden, aber ich meine ja nur, das Sternchen könnte wirklich die Position anzeigen, wo man das eingeben soll. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, dass wir hier so viele Granatenmunition kriegen. Jetzt ernsthaft. Hauptsache, wir kämpfen nicht wieder gegen so ein Fiedervieh. Ich habe deutlich zu wenig Munition dafür. Und wirklich viel Munition, viel mehr Munition kann man gar nicht finden. Mit ihr bis jetzt so. Also mit ihr findet man wirklich wenig. Und war das? Ne, warte mal. Das war das erste. Das ist das zweite und hier müsste es gewesen sein. Ja, tatsächlich. 1991. Und das ist der richtige Code. Und meine Haare stören mich gerade. Ja, ja, das Pony, das nie sitzen will in letzter Zeit. Was ist das denn? Auf den einen Bild, was wir hatten. You take a Pecanus Tablets. Und 3 Medikits und nochmal ein Safe-Dingens. Okay, sollte ich vielleicht speichern? Weiß ich nicht. Wenn ich so viel bekomme. Und vor allem noch hier Heilung und dies und das und jenes und... Ja, das ist wie auf dem einen Bild, was wir gesehen haben. Ja. Warum wir Granatmunition bekommen haben. Und es ist ja sehr schön, dass wir auch hier wieder gegen ein komisches Vieh kämpfen müssen. Oh Gott. Das wird ein Spaß. Es wird ein Spaß.
komm. Hä, warum habe ich jetzt nicht getroffen? Komm mir nicht so nah. Bitte. Nein, 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 nein. Warum treffe ich denn nicht mehr? Warum? Jetzt seriously. Achso, ich kann ja nach hinten weg. Jetzt ernsthaft, warum treffe ich nicht? Jetzt. Das ist doch gemein. Das ist voll. Voll fies. Warte, ich renne jetzt die Treppen hoch. Das ist mir jetzt egal. Renn mir hinterher. Kleiner Junge. Was auch immer du bist. Oh. Habe ich ihn vielleicht doch getroffen? Nein, ich habe den nicht getroffen, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Hey, das war ich nicht. Kann ich mich nochmal heilen? Ja, super. Aber der ging viel zu leicht kaputt, um so ein Bossgegner wie das geflügelte Vieh zu sein. Och, bitte lass das nicht so eine Hunter-Version von Alone in the Dark sein. Bitte nicht. Dazu habe ich keine Lust. Ein halbes Medaillon habe ich jetzt mitgenommen. Und nun? Kann ich da jetzt einfach rein und das bringt mich irgendwo hin? Nicht lustig, nein. Okay. That must mean something to Lucy Morton. Ach, schon wieder geht sie dorthin. Kann sie nicht alleine. Immer zu Lucy, Lucy, Lucy. I need you one last time. I knew you would be back. Were you able to speak with Obed? Not yet, but I know now that he's alive for sure. I've got to tell you, your sons are monsters. Oh no. The true monster is this island. You must know, young lady, tonight is a special night. As for me, I shall let myself be carried away. I shall let myself slip away. I've had enough and wish to rest now. Save your soul. I'm gonna try and save my body first. I can't find a way out of this place. I only have one half of the medallion. I know not how you came about it, and do not wish to know. Here's the other half. May I ask you one last thing? Go ahead. Your son, Obed, did he ever talk to you about... I mean, did he ever tell you he had a child? A daughter? Obed, a child? But with whom? Obed was never interested in anything apart from his accursed Indians. Obed burned his life away in the flames of a pernicious passion. And yet, how could it have been otherwise? But why such a question? For no reason. No reason at all. Don't worry. I'll bring him back to you. Don't worry. No, you shall do no such thing. I am to die, and you are to live. Such are our fates. Opposite, yet intertwined. Now go in peace. I am about to enter the realm of darkness, where Howard will come and meet me as soon as you set him free. Oh, thank you, young lady. Okay, wir haben jetzt beide Hälften vom Medaillon. Dann können wir das kombinieren. Und das sieht danach aus, als könnte man das in den Dings reintun. Warte mal, ich speichere gerade nochmal schnell. In den Spiegel, der unten war. Wow. Nein. Aus. Fido, mach Platz. Ich wusste doch, es war zu einfach. Oh, puh. Ich will nicht. Es ist nicht ganz eine Hunter-Version wie bei Resident Evil, aber es ist eher Nemesis. Ich gehe vielleicht lieber hier durch.
Gedanken habe ich zu große Angst, dass ich dem da schon begegne. Wo ist es? Das ist da hinten irgendwo. Na komm. Nein, ich werde ihn auf jeden Fall begegnen. Ja, da kann ich das doch reintun, oder? Ja, kann ich. Dann geht die Tür auf. Dann kann ich hier runter. Da, wo wir mit Edward reingegangen sind, gehen wir also mit Eileen raus. Da ist nichts mehr drin, ne? Wieso ist für Eileen hier keine Tür? Lol? Nein. Kann ich da wirklich... Oh Mann, ich will nicht, wenn dieses doofe Vieh da ist. Ich will einfach nicht. Ist bestimmt noch zu, oder? Bin jetzt hier im Garten. Nein. Ach so, oh, puh. I know you have a statue. There are still six missing. I don't understand why you never did something before. You could have prevented this whole nightmare. I am but a man. You have no idea what this ritual is for me. But time is running short. I know Alan is getting ready to open the gate, and that will unleash a true flood. You know I want to help. If I'm going to die, let's at least make it worthwhile. So... give me a hint before you vanish again. Go to the fort. That is the Morton's true place. That is where you shall unveil the secrets of the island. Zum Fort sollen wir gehen. Ja, stimmt, hier ist ja die Leiter. Ich glaube, die bringt uns nichts, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass da die eine Statue ist, die wir mit Edward runterschubsen. Wo ja auch noch mal eine Statue drinne ist. Und wir können nichts schieben. Oh, guck mal, da unten liegt was. Granatmunition. Oh Gott, Granatmunition. Das Vieh taucht doch jeden Augenblick auf. Es ist Nemesis. Nemesis in Alone in the Dark. Nichts. Da ist das. Und hier. Ist nichts drin. Nichts von Bedeutung, nichts von Interesse. Kann ich jetzt einfach... Ach, ich bin den langen Weg gelaufen. Kann ich hier jetzt einfach raus? Tatsache, ich kann hier einfach raus. Oh, fuck. Nein, ich hab nicht damit gerechnet. Du siehst mich nicht. Ey, das, ich treff schon wieder nicht. Lässt du mich in Ruhe? Hält dich so eine Tür auf? Ich hoffe es. Ich mache jetzt jedenfalls einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Time.